Hallo Leute, hier ist Hazel. Heute kommt ein sehr schwieriges Thema für mich. Ich weiß nicht, in welcher Lebensphase ihr euch befindet oder in welchen Foren ihr euch rumtreibt, aber bei mir ist das so, dass mir sehr oft schwangere Menschen vorgeschlagen werden. Entweder auf YouTube oder auf Instagram. Letztens zum Beispiel war Paola in den Trends mit ihrem Schwangerschafts-Announcement-Video. Ansonsten sind auch gerade wieder super viele Influencer schwanger. Zum Beispiel Carmen Mendes oder Maren Wolf oder sogar Mirella. Mirella habe ich übrigens entfolgt, weil sie schwanger geworden ist. Das habe ich nicht ertragen. Die sind auch alle im Alter, wo es normal ist, schwanger zu sein. Und da ich selber in diesem Alter bin, bekomme ich auch vermehrt Kommentare von euch, ob ich denn schwanger wäre oder safe, sie ist schwanger, weil wir haben uns ja verlobt und man kommt immer näher zur Hochzeit und dann denken die Menschen, man muss ja schwanger werden. Und deswegen ist dieses Video auch für euch, damit ihr mal die Perspektive einer Person habt, die nicht schwanger ist, aber die ganze Zeit damit bombardiert wird. Also ich muss zugeben, das Thema Schwangerschaft triggert mich extremst emotional. Ich kann mich sogar gar nicht freuen für andere, wenn sie schwanger sind. Ich hab's gesagt. Ich bin unmenschlich, aber ich habe es wenigstens zugegeben. Ihr könnt es euch so vorstellen, ich bin die Freundin, der ihr erzählt, hey, die und die ist schwanger und ich würde dann so machen. Oh, cool. Mehr würden nicht von mir kommen. Also ich werde euch heute erzählen, wie es mir mit dem Thema geht und was ihr damit zu tun habt. Und außerdem werde ich auch auf Pregnancy-Announcement-Videos oder Fotos oder Posts reagieren, live, damit ihr mal wisst, wie ich mich emotional fühle, wenn ich sowas sehe. Erst einmal, warum triggert mich dieses Thema emotional? Ich bin doch jung und fruchtbar. Also zumindest glaube ich, dass ich fruchtbar bin. Ich habe es noch nie getestet. Wie ihr wisst, bin ich von Zahlen fasziniert und seit ich ein kleines Kind bin, so ungefähr 6 Jahre alt, habe ich mir vorgenommen, mit 20 schwanger zu werden und dann mit 40 Oma und dann mit 60 Uroma und so weiter, weil ich einfach Zahlen liebe, vor allen Dingen perfekte Zahlen. Aber spätestens in der Oberschule habe ich dann gemerkt, die Rechnung geht nicht auf. Mit 18 Abi, Studium, das geht nicht. Und dann habe ich mir vorgenommen, okay, vielleicht nach dem Studium kann das passieren. Ich hatte auch schon das Glück, mit 18 den perfekten Partner gefunden zu haben, und zwar Dirk. Also steht dem eigentlich gar nichts im Wege, bis auf den Partner. Ich muss mich zusammenreißen, ohne verheulte Stimme zu reden. Aber ich kann's nicht. Das erste Mal, wo ich mit Dirk über Kinder geredet habe, da war er 20 und er hat gesagt, die nächsten 10 Jahre kommen Kinder auf gar keinen Fall in Frage. Und er ist jetzt 27, also könnt ihr die Rechnung selber machen. Ich habe mein Erststudium aber schon vor 4 Jahren beendet, also wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir schon ein Kind, vielleicht auch sogar schon 2. Das bedeutet für mich, ich habe einen unerfüllten Kinderwunsch. Und deswegen bin ich sehr, sehr emotional empfindlich gegenüber dem Thema Schwangerschaft. Aber das ist im Leben nun mal so, wenn man den perfekten Partner für sich gefunden hat, muss man Kompromisse eingehen. Ich kann ja froh sein, dass Dirk überhaupt Kinder haben will. Es kann ja auch nochmal ganz anders sein. Ich will ja auch, dass Dirk sich irgendwann genauso sicher fühlt wie ich, ein Baby zu bekommen. Aber auch abseits von Social Media bekomme ich ständig die Frage, wann ich denn endlich schwanger sein werde. Weil bei Dirk und mir ist es so, wir führen die längste Beziehung in unserem Freundeskreis. Wir kennen uns seit fast 8 Jahren. Ja, noch ein paar Wochen, dann 8 Jahre. Und da denken die meisten immer so, ihr habt die längste Beziehung, also müsst ihr als erstes Kinder bekommen. Und deswegen bekomme ich aus dem engsten Freundeskreis ständig die Frage, wann wollt ihr Kinder haben? Du bist die Nächste. Und diese Freunde sind meistens älter als ich. Und ich kann es einfach nicht verstehen, wie man jemanden so Druck machen kann. Vielleicht, weil sie es nicht wissen, aber nach diesem Video werden sie es wissen. Man kann nämlich nicht immer davon ausgehen, dass die Leute wissen, wie du dich fühlst. Aber nach diesem Video müsste jeder wissen, wie ich mich fühle. Das wäre ganz cool. Und sogar Dirk hat mich nicht mal richtig verstanden. Also bevor ich ihm erzählt habe, ich möchte über dieses Thema ein Video machen, dachte er sich auch nur so, hä, verstehe ich nicht. Und dann musste ich ihm das alles erzählen. Und jetzt versteht er es. Ein bisschen mehr zumindest. Den Druck gibt es nicht nur im Freundeskreis, sondern den gab es auch damals im Arbeitskreis. Und zwar ist es bei mir so tatsächlich, dass ich viele Kinder haben möchte. Und da haben mir meine Kollegen immer gesagt, dann fang doch mal an, sonst ist es langsam zu spät. Und da war ich halt 22. Wer sagt denn bitte einer 22-Jährigen, dass sie anfangen soll, sonst ist es zu spät? Ich verstehe es nicht. Es muss echt einfach sein für Leute, die schon Kinder haben und sowas sagen können. Ich finde, es ist aber wichtig einzugrenzen und zu sagen, dass es halt nur meine persönliche Sicht der Dinge ist. Jeder kann das anders sehen. Jeder kann denken, oh, mich stört es nicht, wenn Leute mich fragen, ob ich schwanger bin. Das ist okay. Aber man muss halt bedenken, es gibt dann trotzdem immer noch Leute wie mich oder Leute, die es vielleicht noch viel krasser trifft als mich. Und deswegen sollte man von vornherein einfach nicht Leute fragen, ob sie schwanger sind. Also ich glaube, das reicht als Hintergrundwissen, um zu verstehen, warum das Thema mich emotional trifft. Aber in letzter Zeit merke ich, wie krass empfindlich ich nochmal gegenüber diesem Thema geworden bin. Wahrscheinlich, weil ich 26 geworden bin und jetzt näher an der 30 bin als an der 20.
Hater würden jetzt sagen, ja, das kann doch jeder sagen, dass man jeden Tag gefragt wird, ob man schwanger ist. Deswegen habe ich ein paar Beweise mit. Das erste Mal auf Social Media, wo ich richtig hyperempfindlich reagiert habe, ist bei diesem Bild hier. Das werde ich danach auch archivieren, weil ich will nicht, dass ihr euch darauf stürzt. Bei diesem Bild ist es so, dass der Wind mein Kleid leicht so nach hinten weht und ich war so sauer auf mich, dass ich das nicht gesehen habe, dass dort ein Bauch ist. Eigentlich habe ich sogar gesehen, krass, bist du dünn. Das Kleid wird so nach hinten geweht, man sieht deine schmalen Beine und deinen flachen Bauch, aber alles, was die Leute gesehen haben, ist ein Schwangerschaftsbauch. Ich gehe hier mal kurz in die Kommentare. Tatsächlich kann ich euch ehrlich zugeben, dass ich hier super viele Kommentare gelöscht habe über Schwangerschaft, weil ich sie nicht ertragen habe. Hier haben wir auch schon den ersten Top-Kommentar. Hazel, bist du schwanger? Herz. Und ich habe geschrieben, what the fuck. Und sie hat geschrieben, sah aber so aus, sorry. Und ich habe geschrieben, wenn du es nicht weißt, dann kommentier es nicht. Die liebe Annabelle hat sogar geschrieben, Schwanger-Kommentare incoming in 3, 2, 1. Sie hat es also sofort gesehen, dass solche Kommentare kommen. Ich leider nicht. Sonst hätte ich das Foto niemals gepostet. Nie. Hier hat auch jemand geschrieben, bist du schwanger? Ohne Fragezeichen, ohne Ausrufezeichen, ohne Punkt, einfach so. Ich habe geschrieben, nein, ich bin fett. Weil ich bin ja nicht schwanger. Und wenn man mich für schwanger hält, dann ist ja der Umkehrschluss, dass ich fett bin. Ich hasse Menschen. Sie wollen einfach als erstes wissen, ob ich schwanger bin, damit sie sich dran aufgeilen können, dass sie es vorher wussten. Aber jemand hat tatsächlich darauf geantwortet und selbst wenn, es geht dich, glaube ich, ziemlich wenig an, schon mal darüber nachgedacht, dass solche Kommentare ziemlich taktlos sind und andere verletzen können. Da habe ich sogar ein Herz gegeben damals. Diesem Kommentar kann ich so krass zustimmen. Ihr müsst wissen, solche Kommentare treffen mich extremst, dass ich richtig, richtig aufpasse, niemals, niemals ein Foto zu posten, wo es auch nur ein Anzeichen von Schwangerschaftsbäuchlein geben könnte. Hier ist sogar ein krasses Beispiel. Bei diesem Foto hier zum Beispiel, da war ich mit Dirk unterwegs und wir haben Fotos gemacht und ich fand dieses Foto halt geil. Also ich wollte es hochladen, aber es gab dort ein kleines Bäuchlein zu sehen und das geht mal gar nicht. Also Bauch geht schon, den hat jeder, aber wenn ich auch nur einen Schwangerschaftskommentar lesen muss, dann wäre mein Tag ruiniert oder sogar meine Woche. Und deswegen habe ich das Bild bearbeitet und dazu stehe ich auch. Richtig minimal die Bearbeitung. Ich habe einfach nur so meinen Bauch reingeschoben, hochgeladen und es kam kein Schwangerschaftskommentar. Das Problem ist nämlich, wenn ich solche Kommentare bekomme, wie bist du schwanger und ich bin halt nicht schwanger, dann zieht das mich runter und wisst ihr, an wen ich das auslasse? An Dirk. Und wisst ihr, was er dann sagt? Hör auf, mich unter Druck zu setzen. Und dann bekomme ich halt einfach keine Lust mehr, mich mit Dirk mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil ich will irgendwann Kinder haben und ich will ihn aber nicht unter Druck setzen, dass er sonst vielleicht gar keine haben will. Deswegen rede ich nicht mit ihm über dieses Thema, weil er dann sagt, mach mir keinen Druck. Und dadurch weiß niemand, dass ich diejenige bin, die super unter Druck steht. Es gibt sogar ein Video, was online ist, wo ich mich auch schon mal darüber beschwert habe, dass solche Kommentare mich triggern. Das habe ich sogar mit Weilam gedreht und Weilam hat gesagt, ach echt? Ich kriege halt jeden Tag so 10 Kommentare. Wann heiratet ihr endlich? Wann bist du schwanger? Falls es schon so ist, herzlichen Glückwunsch. Und sowas nervt mich halt total. Es nervt mich in dem Maße, dass ich es einfach geheim halten will. Kennst du das? Ja. Verstehe ich. Es gibt Leute, die sich davon emotional getroffen fühlen und andere nicht. Und die anderen Menschen, die beneide ich echt. Wie zum Beispiel Sonny Loops. Sonny hatte nämlich mal ein Foto gepostet vor 12 Wochen, was super sexy ist, aber als ich es gesehen habe, in der allerersten Sekunde, wo ich es gesehen habe, ich wusste sofort, dass es Schwangerschaftskommentare geben würde. Und tatsächlich gab es die. Hier hat jemand nämlich zu ihr geschrieben, bist du schwanger? Lachsmiley. Bist du schwanger oder was ist mit deinem Bauch los? Und sie hat geantwortet, hab was gegessen, Bra. Ich beneide sie halt einfach dafür, dass sie cool damit umgehen kann. Ich beneide sie wirklich. Was Sonny aber doch gemacht hat, ist, dass sie diese Kommentare in ihrer Story gepostet hat. Ich habe ihr nämlich darauf geschrieben, ich wusste sofort, dass solche Fragen kommen würden, als ich das Bild gesehen habe. Ich passe da immer auf, weil ich solche Fragen nicht ertragen kann. Und Sonny hat geschrieben, wirklich. Sau unnötig, ey. Ich persönlich frage mich immer, was in den Köpfen der Menschen abgeht, dass sie so etwas fragen. Weil, was denken sie denn, was ich antworte? Ja, ich bin schwanger und du bist die erste Person, der ich es erzähle. Niemals. Wenn jemand schwanger ist, dann wartet doch einfach, bis sie das Announcement machen. Weil denkt ihr, irgendein Influencer wird auf vereinzelte Kommentare schreiben, ja, wir sind schwanger. Und viele Menschen müssen sich auch einfach von dieser Illusion lösen,
dass der Influencer und ihr beste Freunde seid. Wir sind auch nur Menschen und die ersten Menschen, denen wir es erzählen, sind unsere Eltern, unsere Geschwister, unsere Freunde und nicht ihr. Das muss man halt einfach mal akzeptieren. Und gerade ist die Stimmung ein bisschen negativ geworden, deswegen reagieren wir doch jetzt einfach mal auf Pregnancy Announcements. Also eigentlich was Positives. Aber ihr werdet sehen, wie ich darauf reagieren kann. Zum Beispiel hier Paola und ihr Mann haben gepostet, dass sie schwanger sind mit einem Ultraschallbild. Also gehen wir mal kurz in die Kommentare von diesem Post. Da sind natürlich ganz viele Glückwünsche von allen Influencern in Deutschland. Eigentlich triggert mich sogar diese herzlichen Glückwunschkommentare, weil ich weiß nicht, ich kann es halt einfach nicht sehen so. Ich bin der Meinung, dass ein Baby 110% mein eigenes Glück sind und nichts mit dem Glück der anderen Menschen zu tun hat. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Leute immer schreiben, OMG, das ist so süß, wann macht ihr endlich süße Babys? Also dass irgendwie die Zuschauer denken, dass wir Babys für sie machen. Aber wir machen keine Babys für euch. Niemals. Und dann schreibt ja auch jemand, Bibi war schwanger, Sarah Harrison war schwanger, du bist schwanger, da fehlt noch Dagi B. Und Dagi B tut mir unheimlich leid. Ich folge ihr auf Instagram und sie bekommt wirklich von jeder Seite Druck, dass sie schwanger werden soll. Also auch in Dagi Bs Haut möchte ich nicht stecken. Herzlichen Glückwunsch, aber nur weil Bibi ein zweites Baby bekommen hat, heißt es nicht, dass man direkt nachmachen muss. Nehmt euch doch erstmal Zeit für den Kleinen, dann kann es weitergehen. Einfach verantwortungslos, nur Babys, Babys und nochmal Babys. Einer der Gründe, warum ich niemals ertragen könnte, meine Schwangerschaft zu veröffentlichen oder mein Kind zu veröffentlichen, weil ich kann es nicht, wenn jemand mir in mein Leben reinredet. Ich kann es nicht. Und irgendwann, wenn ich schwanger sein werde, werde ich wahrscheinlich vor diesem Zwiespalt stehen. Veröffentliche ich es oder mache ich es nicht? Und da ich halt vor der Kamera stehe, wird es natürlich schwer sein, es 100% zu verheimlichen. Aber wenn ich es veröffentliche, kann ich diese Kommentare nicht ertragen. Von den ganzen Helikoptermamas. Ich verstehe einfach auch nicht, warum Frauen, die doch selber diesen Druck spüren, anderen Leuten auch Druck machen und sagen, nein, 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 so darfst du dein Baby nicht erziehen. Also ich verstehe es einfach nicht. Und deswegen weiß ich gar nicht, was ich machen würde, wenn ich ein Kind hätte. Weil ich solche Kommentare schon, wenn andere Leute sie bekommen, nicht ertragen kann. Hier ist noch ein besonderes Beispiel von Julina Mennen. Und das Krasse ist halt einfach, ich folge den Menschen gar nicht. Aber ihre Posts sind mir so ins Gehirn gebrannt, weil ich davon emotional getriggert war. Bei Julina Mennen muss man halt sagen, sie ist Transfrau. Deswegen kann sie auf biologischen Wege keine Kinder bekommen. Und Julina hat halt zum 1. April sich gedacht, sie macht mal einen April-Scherz. Und sie hat ein Foto gepostet, wo sie einen Luftballon unter ihren Kleid gesteckt hat. Und sie hat geschrieben, finally, also nach dem Motto, finally bin ich schwanger. Und ich dachte so, wow, richtig stark, dass sie darüber Scherze machen kann, weil ich könnte es nicht, auf gar keinen Fall. Wisst ihr ja schon. Ich bin aber in die Kommentare gegangen und habe gemerkt, dass sie es eigentlich nicht abkann. Weil sie hat ja geschrieben, finally, schwanger. Und jemand hat geschrieben, nicht. Weil es obvious ist, sie hat einen Spaß gemacht. Also wenn sie schreibt, finally, schreibt man eben nicht. Und sie hat aber darauf geantwortet, ob du es glaubst oder nicht, aber auch ich trage einen Kinderwunsch in mir, der für meinen Mann und mich auf biologischen Weg für immer unerfüllt bleiben wird. Spar dir die unnötigen Kommentare, denn ich sitze im selben Boot. Ja, es ist ein unnötiger Kommentar, stimmt, aber ein Kommentar, mit dem man rechnen muss. Also eigentlich müssen wir natürlich blöde Kommentare nicht hinnehmen, aber leider ist es so, dass sie passieren und dass man sich vor denen wappnen muss. Und ich hätte so ein Bild halt niemals gepostet. Ja, es ist halt einfach spannend zu sehen, wie unterschiedlich Frauen damit umgehen. Aber wichtig ist trotzdem, dass wir versuchen, sehr empathisch zu sein. Egal, ob wir wissen, dass die Person gut mit dem Thema umgehen kann oder nicht, fragt bitte nicht Frauen, ob sie schwanger sind. Sicherlich gibt es Menschen, denen das noch schlimmer geht mit dem Thema und sicherlich gibt es auch Männer, die von diesem Thema getroffen sind, weil stellt euch einfach mal vor, die Person ist unfruchtbar oder versucht es ganz lange oder ist schon etwas älter und hat Angst oder will schon seit 4 Jahren Kinder, wie ich. Genau diese Menschen trifft es. Es kann auch sein, dass es diese Menschen vielleicht auch nicht so hart trifft wie mich, aber die sind dann halt ein bisschen stärker als ich. Ich muss jetzt ehrlich sagen, wo ich am Ende des Videos bin. Es tut sehr, sehr gut, mich mit diesem Thema ausgesprochen zu haben. Viele Freunde wissen dann jetzt Bescheid, dass sie mich nie wieder fragen dürfen. Ihr wisst Bescheid, dass ihr mich auch erst recht nicht fragen braucht. Ich werde euch niemals antworten darauf. Erst, wenn ich und Dirk uns dann halt entscheiden, es zu veröffentlichen. Vorher werden wir nie auf Kommentare antworten. Ja.
Und ich habe es auch tatsächlich überstanden, ohne zu weinen. Das habe ich dann schon gestern gemacht, als ich es Dirk erzählt habe. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr zu diesem Thema steht. Wenn es Leute gibt, die genauso fühlen wie ich, dann freut mich das, dass ich euch vielleicht helfen kann oder dass ihr merkt, oh, ihr geht's auch so, das ist normal. Und allen anderen Leuten, die vorher gar nicht darüber nachgedacht haben, hoffe ich, dass die jetzt ein bisschen empathischer sind. Und alle anderen Menschen, keine Ahnung. Hauptsache, ich habe eine Person erreicht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video, was 100% glücklicher sein wird. Ich mache nämlich nicht zwei traurige Videos hintereinander. Nur Essensvideos, die mache ich zweimal hintereinander.